Wow, was ist da los? Ich habe heute beschlossen, mein Gameplay hochzuladen, einfach mal um zu gucken, wie das Volk ankommen wird. Das ist der neue Modus, Overcharge. Ich habe mich tatsächlich mit dem noch gar nicht beschäftigt, also es ist ein komplettes Blind-Game, was wir hier machen werden. Also wir werden zusammen gemeinsam reinstürzen und schauen, was passiert, was man machen muss, wie es funktioniert. Was ihr verpasst habt, es sind nur ADCs, die ihr picken könnt, anscheinend. Ich weiß gar nicht, das scheinen keine Bots zu sein, gegen die wir spielen. Ich weiß nicht, was das Ziel dieses Modus ist. Das werden wir jetzt alles einfach mal in Ruhe schauen. Ash hat anscheinend ein bisschen Probleme und Graves noch mehr beim Laden. Ja, was kann ich noch sagen? Ich konnte keine Runen aussuchen, also das war komplett vorgegeben. Hatte da keine Freiheiten, das selbst zu entscheiden. Anscheinend hat er mein Skin auch nicht nehmen wollen, war auch zu spannend anscheinend. Aber ich bin einfach gespannt, was da jetzt gleich passieren wird. Also bisher sieht es ja relativ unspektakulär aus. Es ist angehaucht wie die Project Skins. Wir haben viel fantasiert, könnte man sagen. Man hat so eine Landeplattform von Star Wars, an die das leicht erinnert, aber ja. Wird sich zeigen, was da passiert. Wenn dann Graves einmal es schafft, anscheinend gibt er jetzt nochmal einen ordentlichen Schub. Das ist ja schon mal ganz wunderbar. Ich bin überrascht, ich habe tatsächlich noch nie ein Game auf dem PBE versucht. Der Ping ist tatsächlich, wie ich von allem mal gehört habe, höher. Sonst spiele ich eigentlich mit einem 19er Ping im Durchschnitt auf meinem Main-Account. Hier momentan ist er bei 1,18 oder 1,18, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Mal sehen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Ich bin auch gespannt, wie das allgemein hier im Matchmaking ist, wie anspruchsvoll die Leute sind. Ich sag's vorweg, ich bin kein Challenger, ich bin auch kein Diamond-Spieler, ich bin im Goldbereich, also da, wo, würde ich sagen, wahrscheinlich die meisten Spieler sind. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir, wenn das nicht ganz so optimal alles läuft, wie es vielleicht sein sollte. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe gegeben. Bisher, ich steuere hier nichts. Das ist gerade automatisch. Anscheinend spawnen wir jetzt hier. Wir sind ein bisschen dichter, habe ich das Gefühl, an der Map dran als im normalen Game. Ja. Ich weiß nicht. 5 Level-Ups habe ich. Auch 3, so. Wir sind also instant Level 6. Was das genaue Ziel ist, weiß ich nicht. 10 Seconds. Hier ist irgendwie. Ah, das ist der Shop. Okay, ich hab 5000 Gold. Okay, für Lucian ist tatsächlich jetzt andere Sachen recommended, als ich gedacht habe. Wir versuchen das einfach mal mit dem, was hier vorgeschlagen wird. Gehen auf Penetration. So, ja, ich denke mal, das sind Plattformen. Ja, bin hier rüber geportet. Da ist jemand. Ich habe erstmal einen mitbekommen. Aber worauf das Ganze hinauslaufen soll, ist mir noch nicht ganz ersichtlich. Also ich hüpfe von Plattform zu Plattform. Hier ist irgendwie so ein Stundenglas. Ja, mal schauen. Ich muss mir hier auch gerade umstellen. Ich habe was verstellt. Ich habe auf dem PBE anscheinend die Kürzel nicht umgestellt bisher, weil ich spiele tatsächlich sonst mit anderen Tastenkürzeln. Ja, die kriegen wir doch. Aber los, dranbleiben da. Wo ist sie? Sehr gut, haben wir beide abgeräumt. Hier ist ein Heal. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Ja, okay, das war vielleicht nicht auf die. Ups, das ist Flash, okay. Auch anders als normalerweise habe ich auf F meinen anderen Summoner, also nicht Flash, sondern den Ignite oder Heal oder sonstiges. Das war jetzt natürlich suboptimal, was da passiert ist. Ich weiß nicht, hier oben wird irgendwas mit Elektrizität angezeigt und wir haben anscheinend auch nur 2 Punkte. Woran das jetzt genau liegt, ist mir gar nicht so ersichtlich. Bin hier irgendwie gespottet, hier werde ich auch gespottet. Ja, ich weiß nicht, ein Punkt für einen Kill, Overcharge Kill Points. Ist das hier ein Overcharge oder was ist das? Ah, okay. Jetzt werde ich hier aufgeladen anscheinend. Jetzt bin ich hier in meiner mega abgefahrenen Form, sage ich jetzt einfach mal dazu. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas gegen Bane machen können.
machen. Die rennt jetzt weg. Bin super schnell. Aber das bringt mir alles nichts. Wenn ich nicht genau weiß, was überhaupt hier die Aufgabe ist. Huldi ist jetzt hier auf diesem Punkt. Oh mein Gott, ich komme mit den Tasten nicht klar. Ich drücke hier die ganze Zeit wie ein Bekloppter auf meiner D-Taste rum, aber eigentlich brauche ich die E. Das macht das alles jetzt gerade hier nicht einfacher. Oh, out of range, weg mit dir. Ich bin weg. Kriegst mich nicht. Hopsen wir hier nochmal rüber und gucken, ob wir hier helfen können. Oh mein Gott, was ist denn hier immer mit dem Minimier los? Also normalerweise spielt Lucian extrem gerne und wird jetzt einfach überhaupt, ich spiele auch eigentlich besser auf Lucian, aber die Tastenbelegung bringt mich tatsächlich momentan gerade ein bisschen aus dem Konzept. Jawohl. So, ich ändere es jetzt einfach, weil das ist so einfach nicht dasselbe. So. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, weil es ein bisschen eigensinnige Aufteilung ist. Ich weiß, dass viele da die Standard-Einstellung bevorzugen. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Also ich bin wahrscheinlich da ein bisschen geschädigt von Shootern und habe dementsprechend meine Finger auf diese Art von Tastenkürzel spezialisiert gehabt. Na, spezialisiert ist übertrieben, aber mich drauf eingestellt, recht angewöhnt, wie auch immer. Dementsprechend spiele ich dann auch gerne so Overcharge Kill. Ah, okay. Also wenn wir in dem Modus sind, dann kriegen wir doppelte oder mehrfache Punkte dafür. Warum das Ganze tatsächlich jetzt nur mit AD Carries vonstatten geht, ist mir nicht ganz ersichtlich. Und backgehen kann ich auch nicht. Ich müsste eigentlich irgendwie auch mal shoppen. Wir sollen jetzt mal dieses Stupiglas haben. Der ist ziemlich gefährlich. Den lassen wir einfach mal da oben, wo er ist. Weil Overcharge geht's tun wohl schon zu viel. Flüchten wir hier rüber. So. Da ist wohl die Vayne auch am Start. So. Ich weiß nicht, wie ich zurück in die Base komme. Ignorieren wir jetzt auch erstmal gekonnt. Wir versuchen jetzt dieses Ding. Ja, gut. Wir können uns das natürlich auch ziehen lassen. Wird halt ein bisschen geboostet. Aber so schnell lassen wir uns da nicht ermutigen. Machen wir einfach direkt weiter. Wo ist der gute Junge hin? Hier ist ein Paket. Die können wir auf der Map sehen. Ja, für 3 von 5. Ja, gut. MF kann man machen. Kann man nur einmal so ein Solo-Kit abdrücken. Ist ja nichts dabei. Action Animation Cancel auf 3. Na gut, Technik-Boost habe ich hier auch nicht eingestellt. Schnelles Gehen habe ich nicht eingestellt. Das muss ich mir irgendwann mal in Ruhe nochmal alles so machen wie auf meinem Main-Account, damit das hier alles schön flüssig läuft. So, versuchen wir schnell das zu bursten, das Ding. Ja. Also bereit für den Overcharge. Kriegen das alle? Ja, es kriegt tatsächlich alle. Das ist ja sehr angenehm. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier schön jemand einmal richtig ins Gesicht klatschen. Einfach so richtig schön rein und weg mit dem Dreck hier. Zack und weg. Ja, Overcharge Kill. Zack. Und dann machen wir direkt weiter. Die Vayne bleibt in der Base, ist gar nicht blöd. Ja. Overcharge is over. Erstellt direkt wieder unser Overcharge zu füllen. Diese Gegner sind tatsächlich auch kurz davor, hier einen Overcharge voll zu haben. Da hätte ich wahrscheinlich auch gerade helfen können. Haben wir jetzt aber mal ganz gekonnt nicht gemacht. Ich
glaube, die Welt ist tatsächlich auf K gegangen, wie es aussieht. Aber von der war nichts mehr mit. Okay, und auf diesen kleinen Flächen hier können wir so kleine Insta-Jumps machen. So, ich habe mittlerweile 3000 irgendwas Gold. Ich würde wirklich gerne shoppen gehen. Es gibt aber hier keine... Vielleicht hier. Keine Möglichkeit, zurück auf die Base zu kommen. Oder wir gewinnen das ganz einfach. Und ja. Also ich denke, im Grunde wird klar, worum es hier geht. Wir haben eine Map. Wir haben viele ADCs.